Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die letzte Box von Taktlos. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Die letzte Box von Taktlos, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, der Name ist Programm, die letzte Box von Taktlos. Also selten kommt es vor, aber in diesem Fall wurde die Box tatsächlich auch im Titel als Box bezeichnet. Und zwar eben die letzte. Wir haben hier eine ganz schlichte Pappbox. Dann haben wir oben auf dem Boxdeckel einen Sticker abgebildet. Und zwar haben wir einmal den Schriftzug Taktlos, dann die letzte Box. Und genau dieser Taktlos ist dann auch hier abgebildet mit Sonnenbrille und so einer Maske, wie man es von der Formel 1 oder generell von Rennfahrern kennt. Also so eine Feuerschutzmaske. Dann haben wir hier das Logo von Fick die Biatch Records, von seinem Label. Ansonsten hier rundum in dieser beigen Pappoptik. Und auf der Unterseite haben wir hier einmal einen Barcode. Taktlos T-Shirt für Box Black Größe M. Dann haben wir den Boxinhalt. Also wir haben hier DVD, der letzte Film. In 2 Stunden Spielzeit das letzte Konzert mit exklusiven Aufnahmen vom ersten und zweiten Akt. 28. und 29. Mai 2047. Okay. Exklusive Interviews und Backstage-Stimmungsbilder. Zweitens, das CD, das letzte Mixtape. Best of Mixed bei Boba Z inklusive viel Highlights. Aus der Diskografie von Taktlos plus 4 exklusive Tracks featuring Frauenarzt Justus Jonas, Big M, Rifleman, NGA, FSH, Jack Orson und Furt. 7-Inch Vinyl Töten mit exklusiven Remixen von Hell Yes, Mach One, DJ Illvibe und Justus Jonas. T-Shirt, Foto mit Originalautogramm, Fick die Birch Sticker. Dann haben wir unten links noch einen Barcode und rechts unten FSK 16. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel lässt sich hier abnehmen und es ist, wie wir sehen, wirklich so eine ganz dünne Pappbox. Dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal so einen Flyer, der sieht so aus. Dann haben wir ein Poster, ein Shirt, dann eine CD, in diesem Fall das letzte Mixtape inklusive die letzte EP, dann die DVD, einen Sticker und dann haben wir hier noch eine 7-Inch Vinyl. Gut, dann packen wir das Ganze mal wieder zusammen. So. Und dann kommen wir wie immer zur CD, zum Album, in diesem Fall zum Mixtape. Allerdings, was wir uns vorher noch anschauen werden, ist kurz dieser Sticker hier. Denn dieser erklärt uns nochmal kurz, was wir hier in der Box haben. Also die letzte Box, limitiert auf 2500 Stück, ab dem 28. Oktober 2016 auf hhv.de/taglos. So, hier nochmal der gesamte Boxinhalt aufgelistet und visualisiert. Das T-Shirt gab es verschiedene Motive, okay. Die letzte Box, gut. Also nochmal so ein Promo-Flyer quasi zur Box. Also, als erstes haben wir hier in einer Papphülle das letzte Mixtape, Mixed by Boba Z, inklusive die letzte EP mit 4 neuen Tracks. Hier haben wir so ein Gebüsch, so ein hohes Gras mit jede Menge böser Augen. Und hier haben wir dann, ich glaube es ist tatsächlich Angela Merkel, die hier als Affe hängt. Okay, spannendes Motiv. So, das letzte Mixtape mit 4 bisher unveröffentlichten Tracks. Also das nenne ich mal eine Tracklist. Wir haben hier 78 Tracks. Also Tracks ist natürlich immer so eine Sache, aber 78 Anspielstationen hier, das ist echt unfassbar. Hier unten haben wir noch die Infos. Dann schauen wir mal rein. So sieht das Ganze aus. In Schwarz und Weiß gehalten.
Und das Ganze kommt, wie gesagt, in einer Papphülle. So, als nächsten Inhalt haben wir hier noch eine DVD. Das ist diese hier. Die beinhaltet jetzt eben diese Aufnahmen vom 28. und 29. Mai 2016. Wurden meines Wissens im Astra Berlin aufgenommen. Ja, rein so vom Cover sieht es ein bisschen so nach einem nicht jugendfreien Film aus, so rot und schwarz. Taglos der letzte Film ist auch hier ab 16 gekennzeichnet. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Wir haben hier eine Flagge, eine chinesische Flagge. Dann taglos mit seinem Kopf, wie er hier durch diese Fahne durchreißt. Dann haben wir die ganzen Leute, die hier auf dem Konzert mit dabei waren. Also das sind echt jede Menge Leute. Unter anderem Sido, Kool Savage, MC Boogie, Mach One, Justus Jonas, Fu Manchu. Also hier waren echt jede Menge Leute mit dabei. Dann die Credits zum Konzert, zu diesen Aufnahmen. Und das Ganze geht 140 Minuten circa. Also knapp 2,5 Stunden. So, dann schauen wir mal rein. Das ist zum einen mal die DVD. Die sieht so aus. Und dann haben wir das Booklet, den Einleger hier. So, die Infos. Und dann hier noch die gesamten Tracks, die hier live performt wurden. Also auch hier wieder die Titelliste. Sehr, sehr mächtig. Ja, das Artwork etwas verstörend. Also wir haben hier einen Charakter, sieht für mich so aus wie so ein Call of Duty oder Battlefield Charakter. Und hier scheinbar irgendwie anatomisch dargelegt sein Herz, seine Lunge, seine Schulter, sein Mund und sein Kopf. Ja, aber so kennt man taglos. So, als nächstes haben wir einen Sticker mit dabei oder eine Autogrammkarte, kein Sticker. Und zwar haben wir hier taglos wieder auf der Bühne. Ich glaube, wenn ich es richtig sehe, direkt neben ihm Kool Savage. Das Ganze hier dann mit schwarzem Stift unterschrieben. Und auf der Rückseite das Ganze hier wirklich so ein entwickeltes Foto, Fujifilm. Und hier haben wir noch die Infos. Okay, also im Querformat hier diese Autogrammkarte unterschrieben. Dann ist mit dabei eine 7-Inch Vinyl. Die kommt hier in so einer Klarsichthülle. Und darin dann nochmal so eine weiße Papphülle. Und das ist dann die Vinyl. Auf der einen Seite haben wir hier drei Tracks. Töten in drei verschiedenen Varianten. Also einmal das Original mit Mach One, dann einmal der Hell Yes Remix und einmal der AK-47 Pella Remix. Und auf der Rückseite nochmal Töten, der Justus Jonas Remix und der Kruzel Remix. Also fünf Tracks hier auf dieser 7-Inch. Der Track Töten hier in fünf verschiedenen Ausführungen. So, einmal zurück in die Hülle und dann in die Klarsichthülle. Und dann kommen wir auch direkt zum nächsten Boxinhalt. Das ist ein Poster. Und dieses sieht so aus. Okay, also wir haben hier, es sieht nach Weltraum aus, ganz oben hier in schwarz und darunter lesen wir dann taktlos und The Rifleman WWW, weltweite Worts, Worldwide Weirds, produced by Kaiser Soße. Okay, dann haben wir hier die Erde abgebildet. Und so sieht das aus. Darunter dann noch die Labels, die Logos der Beteiligten. Auf der Rückseite das Ganze in weiß. Also es ist einseitig bedruckt, das Poster. Packen wir wieder zusammen. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier ein Shirt. Das, wenn ich es jetzt richtig verstehen konnte oder verstanden habe, in diversen Größen und diversen Formaten oder in diversen Designs verfügbar war. Also ich habe dieses Design hier, ich glaube, ja, eventuell gab es mehrere zur Auswahl, aber ich habe dann wirklich nur noch dieses hier vorgefunden. Und zwar haben wir hier eine Bullenwanne mit Wasserwerfer, wie so eine Strichzeichnung, so eine
ja, Kinderzeichnung mehr oder weniger. Und hier unten haben wir dann scheinbar dieses Strichmännchen hier, das soll wohl taktlos darstellen, denn hier steht ich. Ich mit Stein. Ja, also gehe ich mal davon aus, dass taktlos hier im Kampf mit der Polizei ist. Da unten dann noch zu lesen FDB Records. Wir haben hier ein weißes Shirt auf der Rückseite, ebenso weiß. Und bei dem Shirt handelt es sich um ein Souls Regent in der Größe M. Und das Ganze ist leider schon etwas ausgeblichen. Ich muss hier mal kurz näher rangehen, damit ich das lesen kann. 100% Baumwolle und Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, und zum Abschluss packen wir noch einmal kurz das Shirt zusammen und fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. Wie gesagt, Motiv und Größe waren damals frei wählbar. Dann haben wir das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Diesen Flyer hier, diesen Promo-Flyer zur Box. Die 7-Inch Vinyl mit dem Track Töten in verschiedenen Remix-Variationen. Dann dieses Foto hier mit Autogramm. Taklos und Cool Savage hier im Querformat. Dann die DVD, der letzte Film. Und natürlich das Mixtape inklusive der letzten EP. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Die letzte Box von Taktlos. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Taktlos unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.